Festival! Vichas, vichas! Welcome! Party Break. Met Fun for Young. Partyferien in Joedemar und Rimini mit Martyreisen. StuCard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Und UE Megaboom. Dein kabelloser Party-Sound. Du schaust den Party Break auf Star TV. Hallo und herzlich willkommen. Grosse Closing-Abend zumindest, was House betrifft, heute am Pub Festival Wetzikon 2015 und die zweite Sendung von dieser Staffel vom Pub Festival wie im Party Break. Es ist schön, noch einmal da zu sein, bevor man wieder extrem lang muss warten. Heute bei uns im Party Break, wir sind Angels of House am Pub Festival Wetzikon und haben den Mr. Mike Candice im Interview und meine Kollegin Moira, die mischt sich noch ein bisschen unter die Leute. Da sind wir heute im Party Break. Ja, ihr seht die Stimmung hier in der Eishalle extrem. Es ist extrem rockig, die Leute machen mit, die Leute gehen natürlich auch Becher, ist ganz klar. Beim Pub Festival würde man sagen, die besten Emotionen vom Abend, zumindest die, die man darf zeigen an dieser Stelle, die sehen die jetzt da und der Pub Festival Wetzikon, Angel of House und zu Recht im Party Break. Stammgast bei uns im Party Break und ich freue mich jedes Mal, wenn er da ist, seit Jahren. Guten Abend, Mike Candice! Hallo! Oh, heine mal. Aber ich muss sagen, zum ersten Mal in dem Kanton, wo du auch selber wohnst, Kanton Zürich, heute Abend, Wetzikon. Ich lerne wahnsinnig viel über Geografie bei Party Break. Ich weiss jetzt, wo all die Festivals und Clubs sind. Ich habe es vorher nicht gewusst. Ich fahre einfach an und jetzt weiss ich, wir sind im Kanton Zürich. Ich freue mich. Du kommst ja gerade von Deutschland, oder? Auch wieder einen geilen Auftritt gehabt heute vorher. Es war alles super, cool. Wir haben, die Autobahn war frei, super. Wir waren relativ zügig da. Aber jetzt, ich meine, wenn du eigentlich so nah den Auftritt hast, wo du dann auch wohnst, wir sagen natürlich nicht wo, ist man dann ein bisschen entspannter jetzt heute Abend in Wetzikon, wenn du weißt, dein Bett ist schon sehr nah entfernt auch, oder? Ich bin ein bisschen verunsichert, weil jetzt, wo du gesagt hast, mein Bett, hast du so gemacht, mein Bett. Und irgendwie. Das war ein Zitat, wenn du würdest sagen, weißt du, mein Bett, oder? Okay. Selbstverständlich, weil. Wir sind ja nie zusammen im Bett. Ich glaube, wir müssen abbrechen jetzt. Nein, es ist wirklich so, ich sage das auch zum 700. Mal vermutlich, aber es ist wirklich so, einer von den wenigen negativen Punkten an dem ganzen Touren ist, du pennst fast jede Nacht in einem anderen Hotel irgendwo und am Morgen verwachst und du hast keine Ahnung, wo du bist. Und darum ist es super, wenn du am Morgen verwachst und merkst, hey, es sieht aus wie meine Wohnung. Es ist meine Wohnung. Das ist geil. Früher, Pub Festival Wetzikon, bist du nie gewesen, oder? Eigentlich bevor du angefangen hast, Musik machen als DJ.
Du selber, du kommst ja von der Region eigentlich, also einfach Unterlander. Ich habe gehört, sagen, dass ich im Kanton Zürich, ja, ich komme von dieser Region. Pappfestival, Wetzikon, nein, bin ich noch nie gewesen. Das letzte Mal, als ich in dieser Halle war, habe ich hier in einem Hockey gespielt, weil ich einmal professionell Hockey gespielt. Bei meiner Größe, bei meinem Körper, kein Problem. Und da habe ich hier gespielt, ja. Spielst du kein Hockey mehr? Nur noch Applaus. Fun for Young Party, 31. Oktober, unter anderem mit dem Mike Handys. Ich freue mich. Letztes Mal recht abgerundet, den ganzen Abend, über 5000 Leute. Super gewesen, ja, Fun for Young, wirklich coole Sache, ich freue mich. Das heisst, unser nächstes Date ist schon fast klar, oder? In Bern. Ich höre komische Wörter heute Abend. Ich würde sagen, wir lassen dich jetzt auf die Bühne, Rockschwätzigen, Pop Festival und nachher unbedingt gehen schlafen, unser Running Gag. Ich glaube, du findest es langsam nicht mehr lustig, oder schon? Ich weiss nicht, kannst du mir mal irgendwie dein Make-up auslehnen oder so? Mike, Déjà-vu, Déjà-vu! Déjà-vu, wir haben die gleiche Frage und die gleiche Antwort schon etwa 700 Mal gehabt, stimmt? Kommt jetzt das mit dem Augenring, oder? Jetzt kommt das mit dem Augenring. Wie ist es mit dem Augenring? Geht es einigermaßen oder was machst du dagegen? Ich habe nicht einmal mehr Zeit gehabt zum Schminken heute. Also, ich bin direkt aus dem Flüger hierher gekommen und man sieht es, es ist ein harter Job, aber es macht immer noch Spass, immer noch. Geht es noch mit dem Augenring? Das fragst du mich jedes Mal. Zu Recht? Wenn es einer weiss, wie ich mich entwickle, dann bist es du. Ja, vorher schon, aber eben Schweizer ein bisschen durchlöschen, nachher ist alles super. Wo sind all deine Frauen? Also ich habe eine Freundin, die ist da vorne und die anderen Kollegen sind überall. Hat deine Freundin grosse Brüste? Ja. Wohl, passt super, perfekt. Ich habe von etwas mega cooles für dich, ganz exklusiv nur für dich, ein mega Geschenk im Fall. Ja, ein Lolli. Fast. Fast! Eine Frau mit riesen Brüsten! Ja, zeig mal! 3, 2, 1! Wow, Frau mit Brüsten, was besser kann sein! So, wie fühlt man sich so neben so einer heißen Frau? Super! Einfach nur stark! Sackstark! Sensationell! Ist das Einzige, was ihr zu bieten habt? Hey, die Leute halb nackt da, das müsst ihr doch mehr als sachstark bringen, nicht? Ja. Kalt, würde ich sagen. Sprachlos. Schau, du musst ein bisschen drehen. Andere Richtung, noch ein bisschen. Ja, du bist richtig. Nein, ich höre nichts. Was hörst du? Da durch. Hallo. Hast du getrunken heute? Ja. Wie viel? Viel. Hast du unter Kontrolle? Wie? Hast du unter Kontrolle? Nein. Okay, wenn du nicht unter Kontrolle hast, wo sind denn all deine Frauen? Überall, schau mal. Komm, trink mal da, gib mir ein bisschen Eis. Es hat nichts mehr drin. Nur noch Eis. Komm, nimm das Eis und tu, leer alles rein. Nein. Auch rein, komm. Er wird dabei. Er. Also komm, los. Komm jetzt. Es ist aber leer, egal, Eis ist auch gut. Willst du das Kirchenbrust nicht bekommen? Ja. Nein, ich nehme nur ein Eis. Vier. Komm, vier. Lass es einfach rein. Was kommt mit dem? Ein Kuss. Ein Kuss. Von dir? Ja. Sicher? Ja. Abgemacht. Aber zuerst hätte ich den Kuss. Nein. Ich versprich dir, vor dem Fernsehen, dass du einen Kuss von mir bekommst. Was für einen? Was willst du für einen? Ja, ist gleich. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Einen auf die Backen oder auf die Stirn. 3, 2, 1, komm her! Woo!
ziehen. Ja. So blöd, also. Wieso laufrennt du? Ja. Weißt du, was es gerade wird? Was? Weißt du, was gerade wird? Nein, nein, nein. Wieso du nicht durchlaufst? Ja, ja, Klischees. Nein, vor was? Vom TV. Und von mir? Aber ich frisst dich nicht. Ich habe nicht so grosses Mund. Dann war's nie. Bist du ready? Bist du ready für den Abend? Ja, sicher. Geht's ab heute Abend? Ja, normal. Was erwartest du vom heutigen Abend? Viele Leute, Party. Bist du schon am Trinken? Wo ist dein Glas? Ich bin mit dem Auto da. Ah, und dann übergibst du ihr den Paar. Was? Aha. Er übergibt dir den Paar zum Trinken. Ja, ey. Ja, ey. Ja, Frauen muss man gut heimbringen, gell? Genau, ja. Mach ich auch, ja. Hey. Alles gut? Ja, Mann. Bist du am Abgehen? Ja, Mann. Schrei mal richtig in das Mikrofon, wie geil das ist. Wappa! Und Herren, das war das Pep Festival in Wetzikon, der grosse Hausabend vom Closing Angels of House. Dan Daniels und Miss D-Star immer noch im Action. Das sind eben junge Leute, die richtig Gas geben in der Schweiz. Und wenn ihr mehr erleben wollt vom Pep Festival, dann müsst ihr jetzt wieder ein bisschen warten an dieser Stelle. Und zwar bis 2016. Die grosse Staffel von diesem Jahr ist ja vorbei. Eine lohnenswerte Sache zum Vormerken. 2016, alle Infos auch im Netz vom Pep Festival und dahin kommt die Eishalle, Zürcher Oberland. Wir rocken auch nächstes Jahr hoffentlich wieder an dieser Stelle. Mir persönlich hat es sehr gefallen. Und das meine ich ernst. Ja, ja. Es ist nicht immer alles so bitter, oder? An dieser Stelle. Ja. Was überhaupt nicht bitter ist, und zwar, wenn du kannst Auto fahren und sogar noch ein Auto hast. Nicht alle von den Partyweg-Zuschauern haben ja ein Auto und können Auto fahren, ja, logischerweise. Aber viel natürlich an dieser Stelle. Wenn du dein Auto ein bisschen aufpimpen willst, für den Sommer kannst du das machen mit Vorcar in Pfäffiken, dein Center für Autozubehör. Und mit der Stewcard kannst du sogar noch 15% sparen. Stewcard, deine Vorteilskarte von der Kantonalbanken in der Schweiz. 15% auf Vorcar. Eine lohnenswerte Sache. Alle Infos auch zu der Stewcard mit jenen Sachen, die du kannst sonst noch sparen in der ganzen Schweiz. Auf jenste Geschichten. Unglaublich unter stewcard.ch. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Party Break auf Start. Wie viel Spass im Ausgang zurückgezogen aus Wetzikon. Wir rocken dann weiter am Pep Festival. Tschüss! Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Joedemar und Rimini mit Martyreisen. Stewcard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Und UE Megaboom. Dein kabelloser Party Sound.